Hallo zur neuen Wochenschau. Danke für euer Feedback zu der Ausgabe aus der letzten Woche. Die hat euch ja so gut gefallen. Wobei, streng genommen hat euch eigentlich nur eine Szene beeindruckt. Irgendwie ist mir ganz schön warm, das muss ich ändern. Dass man sich als Frau immer erst ausziehen muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Schlimm. Aber ihr seid sehr sauber. Ich habe ja schon mit Kommentaren und Dating-Anfragen gerechnet, weil ich mich so schnell ausziehen kann. Aber das ist alles ausgeblieben. So, zurück zum seriösen Journalismus. Hier die Meldung des Tages. Die Landesstraßenbaubehörde nimmt den Knotenpunkt B214 Lohner Straße in Steinfeld genauer unter die Lupe. Die falsch geschalteten Ampeln sorgen dort nämlich für Staus. Jetzt werden unter anderem die Umschaltzeiten untersucht. Diese waren nach verschiedenen Unfällen an der Kreuzung immer wieder verändert worden. Nun erarbeiten Verkehrsplaner neue Lösungsvorschläge. Landvolk im Oldenburger Münsterland gründet eigene Gülle-Terminbörse. Ja, richtig gehört. Eine Nährstoffplattform soll künftig Anbieter und Abnehmer zusammenbringen. Die internetbasierte Datenbank soll sicherstellen, dass Gülle zu garantierten Qualitäten und zu bestimmten Zeiten zur Verfügung gestellt werden kann. Abnehmerregionen sind bereits an dieser Handelsplattform interessiert. Auf karrierestadt.tv haben wir einen weiteren Ausbildungsberuf für euch, und zwar den des Straßenwärters. Also wenn ihr wissen möchtet, was ein Straßenwärter den ganzen Tag so macht, Tim Sander vom Landkreis Diepholz erzählt es euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Oh nein, jetzt muss ich niesen. Oh, Entschuldigung. Nein, jetzt habe ich schon wieder diese Zöpfe. Das passiert mir in letzter Zeit öfters.